Niere ist zum Beispiel mit ein Zwischenprodukt in einem Tumorstoffwechsel. Das heißt, also ist zu viel von dieser Sialinsäure im Blut, dann gibt es diese ganz klassischen Bildmannhitte. Jetzt sollte das Blut normalerweise schön gleichmäßig homogen gerinnen. Das heißt also, das Blut sollte, wenn es geronnen ist, idealerweise so aussehen. Bei 20-facher Vergrößerung im Hellfeldmikroskop. Das heißt also, wir sehen hier die roten Blutkörperchen in Clusterformen zusammengeklebt und dann sehen wir hier das Schwarze, das sind Anteile des Fibrins. Ja? So schön gleichmäßig homogen sollte das gerinnen. Das Schwarze hat nirgendwo am Anfang und am Ende, dann wäre das top. Nur wenn wir auf einmal sehen, dass da so weiße Lücken drin sind, ja? Dann ist hier das Blut beim Gerinnen zerrissen. Und das Blut sollte normalerweise nicht beim Gerinnen zerreißen. Das zerreißt dann, wenn es zu schnell gerinnt. Ja? Also haben wir hier eine beschleunigte Blutgerinnung. Und eine vorzeitige Gerinnung kennen wir ja auch wieder vom Dunkelfeld, das sind die Fibrinfilamente. Ja? Und bei den Fibrinfilamenten hatten wir vorhin gesagt, dass die auftauchen, wenn der oxidative Stress zu hoch ist, weil freie Radikale die Blutgerinnung vorzeitig aktivieren, oder wenn zu viel Milchsäure im Blut ist. Ja? Okay. Und das können wir eins zu eins übertragen jetzt auf diese weißen Lücken. Das heißt, haben wir im Dunkelfeld die Fibrinfilamente und diese massiven Fibrinnester und so weiter, was dort rauskommt. Da haben wir im ALB-Test automatisch diese weißen Lücken. Das ist exakt 1 zu 1. Okay. Das heißt also, je mehr von diesen weißen Lücken wir hier sehen, je mehr das Blut zerrissen ist beim Gerinnen, desto höher ist der oxidative Stress. Okay. Das nächste, was mir hier auffällt, sind da so kleine weiße Punkte. Die sehen aus wie mit einer Nadel reingestochen. An der Stelle lag Histamin. Das heißt also, ist hier zu viel Histamin im Blut, dann gibt es diese punktuellen weißen kleinen Löchelchen. Und wann habe ich zu viel Histamin? Na ja, bei allergischen Prozessen. Und so kann ich am getrockneten Blut sehen, ob da jemand halt zu Allergien neigt, ob da jemand Allergien hat. Hier sehen wir jetzt nochmal zwei gute Bilder. Das heißt hier schön gleichmäßig geordnet, die Farbe stimmt, das ist ein schönes sattes Rot. Das hier sind jetzt ein paar Spannungsrisse. Die entstehen, wenn so ein ganzer Cluster hier eintrocknet, dann wird es halt ein bisschen kleiner, dann gibt es mal so einen Spannungsriss. Das ist normal. Das ist keine Hülle, ob Sie da lieber weiß. Ja, jetzt ist die große Frage, wie genau ist dieser Test? Was kann man damit sehen? Und da haben wir hier ein Beispiel, der Krebsarzt von Juni 1954. Und da drin ist ein Artikel, die diagnostische Bedeutung der Blutstropfenuntersuchung nach Boden bei Krebserkrankungen. Seit vielen Jahren wird immer wieder der Versuch unternommen, eine Untersuchungsmethode zu finden, die eindeutig aussagt, ob ein Mensch krebskrank ist oder nicht. Bislang sind all diese Untersuchungen gescheitert. Gut, kennen wir. Ne? Das ist, glaube ich, heute immer noch so ein bisschen ein Problem. Wobei, so dank Apotheken gehen und TKT1 und 2PK, haben wir eigentlich schon ganz gut gehabt, eigentlich was zu sehen. Ne? Okay. Untersucht man dagegen den eingetrockneten Blutstropfen eines Krebskranken, so ist das Netzwerk mangelhaft ausgebildet, also diese schwarzen Bereiche, was wir eben gesehen haben, diese Fibrinstränge. Und sieht wie zerrissen aus. So, zerrissen aus, genau. Die roten Blutkörperchen gruppieren sich in ungeordneten Haufen, viele erscheinen geschrumpft und haben eine unregelmäßige Begrenzung. Der Gesamteindruck ist nicht einheitlich, es haben sich Inseln fester Bestandteile und Lücken ausgebildet. Bohlen fand bei 96,5% der untersuchten Krebskranken eine positive Reaktion im Blutstropfen. 96,5%. Natürlich muss man jetzt wieder sagen, wir reden von 1954 und ein Krebspatient 1954 hat gerade Mikrotumor. Ja? Das haben wir natürlich jetzt wieder so, das müssen wir wieder im Hinterkopf haben. Okay. Und so sieht der getrocknete Tropfen Blut aus eines Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie. Also ich denke, man kann hier eindeutig erkennen, ja, dass da bald mehr Lücken sind als Überreste von roten Blutkörperchen. Das Ganze ist viel zu dunkel. Ja.
Das heißt, es tut sich eher braun aus als rot, ja? Was dann auch wieder viel aussagt über die Qualität des Plasmas und was da halt eben alles drin vorkommt. Oder anderes Beispiel: Calcium und Phosphor. Calcium und Phosphor gehen aus dem Knochenstoffwechsel. Aber Calcium und Phosphor sind auch Bestandteile der Blutgerinnung. Und lustigerweise, wenn der Calcium-Phosphor-Haushalt nicht stimmt, gibt es ein sogenanntes Radspeichenphänomen. Das heißt also, es gibt richtige schöne Längsrisse in diesem Blut drin, ja? Richtig zirkulär zur Mitte hingehend, wie die Speichen eines Fahrrads. Auch sehr spannend. Ja? Ich habe mal eine Zeit lang hochdosiert Vitamin D3 eingenommen. Ja? So, wir waren 50.000 Einheiten am Tag, 100.000 Einheiten am Tag, kein Problem. Ja. Und natürlich kein A2 dazu und so. Ja, okay. Und was war das Ergebnis? Ja. Ich habe dann bei mir einen ALD-Test gemacht und siehe da, ein wunderschönes, ausgeprägtes Radspeichenphänomen. Ja, ja, schön. Da war eine Frage. Ja, ich wollte fragen, ja, ob es egal ist, ob Calcium zu Phosphor zu niedrig und andersrum. Jeder Richtung falsch, oder? Sobald das Verhältnis nicht stimmt, wirkt sich das negativ aus auf die Blutgerinnung und dann entstehen diese Phänomene. Okay. Ja, also ich würde mal sagen, in jeder Richtung. Hm? Okay. Ja, gut. Also soviel mal zu dem Heidelberger-Kohlentest. Und wie gesagt, hier haben wir eigentlich einen relativ schönen Tropfen. Das heißt, hier sind keine großartigen Lücken drin. Das sieht ziemlich homogen aus. Gut, was auffällig ist, ist dieser extrem dunkle Bereich hier in der Mitte, wo die Norweger dann immer so schön sagen, das hat was mit den Darmen zu tun, da wäre eine Darmbelastung. Ja? Und man sieht hier außenrum, ist es so ein bisschen zerklüftet. Ja? Und das deutet dann in dem Moment hin auf eine lymphatische Störung. Also man kann eine ganze Menge rausholen an Informationen aus ein paar getrockneten Tröpfchen Blut. Ja? Und demzufolge ergänzt diese Methode unser Dunkelfeld. Das heißt, im Dunkelfeld können wir Sachen sehen, die sehen wir im Halbmetis nicht. Da ich mal Differentialbild. Aber ich kann natürlich umgekehrt aus dem getrockneten Blut auch wieder Informationen rausholen, die ich halt im frischen Blut nicht sehe. Okay. Ja, Dr. Derek Lenby. Die revolutionären medizinischen Entdeckungen von Professor Dr. Günther Enderlein. Okay, das heißt, Lenby bezieht sich auf Enderlein. Wunderbar. Und Lenby war der Meinung, Enderlein hat recht. Und wenn Enderlein recht hat, dann hätten wir eine Blutflora, ähnlich der Darmflora. Und wenn das Milieu im Blut nicht stimmt, dann werden aus den Symbionten im Blut auf einmal Parasiten und die Parasiten machen Krebs. So. Und mit dieser Theorie hat sich Enby dann in Schweden zu weit aus dem Fenster gelehnt. Mit dem Ergebnis, dass er die Approbation entzogen hat. Ja, man kann sich vorstellen, wenn jemand aus schulmedizinischer Sicht schulmedizinischen Humbug erzählt, ja, dass der natürlich dann dementsprechend Ärger bekommt. Ja, ganz klar, genau das wird da passieren. Ja, Gaston Lesson ist der Entdecker der Somatiden. Wie sehen die Somatiden aus, 80er Jahre? Ja? Pünktchen, kugelartige Strukturen, würmartige Strukturen, Pilzfasern. Ja? Also irgendwie, glaube ich, kennen wir das mittlerweile. Ja? Das heißt also, hier haben wir wieder jemanden, der das Rad wieder neu erfindet und wieder mit seinem Namen belegt. Ja? Also wieder exakt dasselbe. Und da hängt es dann auch schon langsam so ein bisschen ab. Ne? Der Galileo der Mikroskopie. Okay. Tamara Libidida. Ja? Krebserreger entdeckt. Endlich haben wir ihn. Ja? Krebstumore bestehen nicht aus bösartig gewordenen menschlichen Zellen, sondern aus Parasiten mit der Bezeichnung Trichomonade. Und die Trichomonaden seien sexuell übertragbar. Das ist dann auch der Grund, wieso wir heutzutage so viele Krebspatienten haben. Das ist auch sehr spannend. Ja? Makrophagen sowie Megakaryozyten sind ihrer Ansicht nach aber ebenfalls Formen der Trichomonaden. Ja? So, das wird ja bedeuten, 100%ig Durchseuchung. Ja? Also es ist schon schade, wenn eine Theorie in sich nicht stimmig ist. Und dann war ich im Vortrag von ihr. Und dann hat die Eiskaltbilder gezeigt von Lymphozyten und behauptet dann, die Lymphozyten seien nicht mehr nah. Tja, schauen wir uns doch mal so ein letztes Bild an. Ja? Wobei hier geht es dann nicht um Lymphozyten, sondern um Erythrozyten. Ja? Das ist für mich ein Akanthozyt, was jetzt leider Gottes bei der Auflösung, wobei der Helligkeit hier nicht drüber kommt, da hat da hinten so ein paar Fiederfäden, die da rauskommen. Ja?
also so ein paar Membran-Eiweißfäden, die herauskommen, dann geht man drin, sieht man zusammengefaltet die zentrale Delle. Ja? Und dann sagen sie zu so einem Objekt, das sei eine Trichomonade. So sehen Trichomonaden normalerweise aus und so groß sind Erythrozyten im Verhältnis zu dieser Trichomonade. Ja? Und auf einmal ist das Ding hier genauso groß wie die Erythrozyten. Haben die Griechen natürlich gesagt, ja, Herr Ritter, da haben Sie ja den Pleomorphismus nicht beschreiben. Ja? Weil die Trichomonade ist jetzt im Blut. Und im Blut ist ja ein ganz anderes Milieu, wie auf der Vaginalschleimhaut hat. Und deswegen nimmt die Trichomonade jetzt ein ganz anderes Aussehen an. Und deswegen ist die Trichomonade auch vom Arzt nicht findbar. Ja? So. Und damit haben wir uns natürlich ein Gedankengebäude geschaffen, wo wir von außen her schlecht angreifbar werden. Und dann können wir in dieser Gedankenwelt wunderbar leben, schreiben darüber mal nette Bücher und verkaufen das als unsere neue Weisheit. Und dann kommen wir wieder zu dem Kandidaten zu dem Video. Kannibalismus. Ja? Dann laufe ich in Karlsruhe über einen Heilpraktikerkongress und dann sehe ich Trittmeterstand, Kannibalismus. Ja? Und da kommt ein Scheller, seine erste Frau, damals auf mich zu, mit einem Buch in der Hand. Kennen Sie Dubelfeld? Schon mal gehört. Ja? Mein Mann hat eine neue Volkszeuge entdeckt. Ja, aber der Pilz ist im Blut. Ja? So, fantastisch. Ja? Okay, das heißt, als er nimmt den Krempel von der Lebegeber, er nimmt den Krempel vom Brett vor, übersetzt das aufs Deutsche und verkauft das dann als seine neue Weisheit. Ja, was meint jetzt hier zu Dr. Thomas Rau, der Paracelsus-Klinikus in der Schweiz? Die Paracelsus-Klinik ist eine Enderlein-Klinik, die arbeitet nach Enderlein. Ja? So. Ja, was meint Enderlein dazu? Das dunkelfeldmikroskopische Bild zeigt keine entwickelten Pilze, da im basischen Milieu des Blutes keine Myzelien entstehen können. All diese Phänomene sind nichts anderes als Ausdruck von regionalen Aufwärtsentwicklungen aus verschiedenen Zyklogenien. Dies wiederum zeigt einfach an, dass das Milieu gestört ist. Daher möchte ich nochmals betonen, die gezeigten Objekte sind nicht Candida, sondern Stadien des Endobioten. Das sind quasi hier so kleine Kügelchen und das sind dann die Tiziten. Ja? Nach Enderlein. Ja, nächstes Beispiel. Versteckte Borrelien im Blut. Ja? So, das heißt also, da gibt es dann so nette Videos als bei YouTube oder es taucht bei Pfarrer Fliege dann so ein netter Beitrag auf, ja, Borreliose. Ja? Und wie häufig wird die Borreliose nicht erkannt, sie wird dummerweise als Rheuma behandelt und die Rheumatherapie verhindert die Borreliose. Und dann denkt sich der Patient natürlich, klar, Borreliose habe ich noch nie eine untersucht. Dann geht er zu einem Dunkelfelddiagnostiker und dann kriegt er also hier Makrochondrite von Enderlein gezeigt. Und da wird behauptet, das seien die bösen Borrelien. Und dann wird halt dementsprechend eine Therapie gemacht und siehe da, dann verschwinden auf einmal die Objekte aus dem Blut. Okay, ich sage mal, dem Patienten geht es besser hinterher, das mag ja sein. Aber die Diagnostik dahin ist natürlich sehr, sehr fragwürdig. Ja, und hier auf dem Video kann man vielleicht so ein bisschen sehen, diese kleinen Fältchen, die sich da im Hintergrund bewegen, ja, das sind echte Borrelien. Und wenn man sich jetzt die mal anschaut, dann sieht man richtig, dass die schöne gleichmäßige Windungen haben. Die drehen sich, die schrauben sich vorwärts und schrauben sich rückwärts, wenn man mal richtig drauf achtet. Ja? Und das ist was völlig anderes als diese fadenförmigen Objekte, die da im Dunkelfeld gezeigt werden, als Borrelien dargestellt werden. Das Video kann man aussehen bei YouTube, man könnte es zu Hause anschauen, hat auf jeden Fall eine bessere Qualität, beziehungsweise es ist ja auch in ihrer PowerPoint mit drin. Ja? So. Also zu Hause sichtbar. Was ist das jetzt für eine Aufnahme? Das ist eine Aufnahme von einem Kniegelenkpunktat. Ja? Das heißt, dass da hat jemand eine akute Borreliose und hatte so ein geschwollenes Knie, war beim Arzt. Der Arzt ist hergegangen und hat also hier von der Synovialflüssigkeit was abgezogen und der Patient hat den Inhalt der Spritze mitgebracht. Ja? Deswegen ist hier alles voll mit Granulozyten. Das sind alles neutrophile Granulozyten, was man da sehen kann. Ja? Ich muss halt nur die Beleuchtung ein bisschen heller drehen, damit man die Borrelien schöner sehen kann. Ja? Und das ist dann mal eine Aufnahme von echten Borrelien. Ja? Aber Borreliose hat halt eben keine hämatogene Aussaat. Die Borrelien, die wandern nicht über die Blutbahn normalerweise. Am Anfang von der Infektion ein bisschen, ja, aber sonst nicht. Die wandern von Zelle zu Zelle. Und deswegen können wir die halt im Kniegelenkpunktat finden. Aber deswegen bestimmt nicht in den kleinen Tropfen Blut, den ich hier abnehme. So viel zum Thema Borreliose und Dunkelfeld. Wie alt war das Kind? Das war Stunden. Ein paar Stunden. Ja. Der kam direkt vom Arzt dann zu mir. Okay, so. Jetzt haben wir also gehört, viele abenteuerliche Sachen.
Und für mich gab es die Cephalospora polymorpha von Brenner. Ja? Und 1990 habe ich dann die Enderleien kennengelernt. Ja? Und dann habe ich gesehen, okay, Enderleien als den einzelnen Strukturen logisch aufgebaute Namen aus dem Altgriechischen gegeben und die Masse macht nach Enderlein. Also gut, ich habe mich angepasst, dann habe ich halt Enderlein-Nomenklatur angenommen, ja? Und damit war klar, es gibt eine Blutmikrobe. Ja? Und diese Blutmikrobe, die ist abhängig vom Milieu. Und wenn das Milieu nicht stimmt, dann werden daraus Parasiten, die Parasiten machen halt. Ja? So. Und naja, ich habe zum Beispiel auch mal auf der Sanimedica in Freiburg einen Vortrag gehalten. Das ist eine Messe für Krankenhausausstattung und Krankenhausbedarf. Ja? Da saßen also 50 Ärzte und Klinikleiter und so weiter von mir. Ja? Und stellen wir uns mal vor, ich hätte denen erzählt, es gibt Mikroben im Blut, Mikroben am Krebs. Ist ja dann nicht blöd zu sehen. Die hätten mich gescheit. Ja? So. Ja, und jetzt kam dann auf einmal 1997, jahrzehntelang mit einem Denkmodell wie eine Religion gelehrt. Neue biochemische Analysen bringen Licht ins Dunkelfeld. Biochemische Analyse endodontischer Strukturen aus dem menschlichen Blut. Ja? Das heißt also, Christopher Gerner vom Tumorforschungszentrum in Wien, ja, hat von dieser abenteuerlichen Geschichte Wind bekommen. Ja, dass da Forscher so abenteuerliche Objekte, so Mikroben im Blut sehen. Ja. Und er ist dann hergegangen und hat diese Objekte aus dem Blut heraus isoliert und hat die spektralmikroskopisch analysiert. Tumorforschungszentrum Wien, die haben halt die passenden Geräte für sowas. Ja. Die anderen Forscher vorher hatten alle nur die Möglichkeit der Beobachtung. Und wenn ich mir die Dinge unter dem Mikroskop beobachte, ja, dann sehen die halt welchen Mikroben zum Verwechseln ähnlich aus. Ja, so. Und er konnte also nachweisen, dass halt eben Aszite, Tezite, Myschite, ja, die ganzen pathologischen Erscheinungen nach Enderlein, bestehen aus oxidiertem Hämoglobin, Methemoglobin, Hemichrom, Erythrozyten-Randprotein, also Phase-3-Protein, was sich dann halt mit Blutplasma verbindet mit Albumin und Globulin. Und dann fällt der ganze Spaß aus. Und wenn das ausfällt, dann kann man diese Objekte dann halt dementsprechend sehen. Und das sind die pathologischen Stadien unseres Endobionten. Bah. Ja. Das hat mir natürlich für 3 Monate Boden mit der Füße gezogen. Ja. Hast du jetzt die Hälfte deines Lebens mit Scheißdreck erzählt? Mikroben im Blut. Ja? Bis ich dann auf einmal gesehen habe, naja, also an der Therapie ändert es tatsächlich wenig. Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles, kurz danach, 1860. Ja? Das heißt, wir haben bisher nie die eigentlich Blutmikrobe selbst bekämpft. Wir haben immer nur der Blutmikrobe das Milieu genommen, ja? Also den pathologischen Stadien, ja? Das Milieu genommen, sodass sie sich zurückbilden mussten in ihre physiologischen Vorformen. Ja? So. Aber die Mikrobe selbst, die wäre ich nie angegangen. Ja? Also an der Therapie hat sich sehr viel geändert. So. Nur, wenn ich das jetzt halt eben nach Christopher Gerner, Tumorforschungszentrum Wien, ja? Wenn ich das also nach dem Tumorforschungszentrum Wien erkläre, ja? Und ich stehe jetzt vor den 50 Ärzten und Klinikleitern, ja? Und ich erzähle dann, es gibt Artefakte, von denen man rund 200 Jahre lang gedacht hat, es seien Mikroben, weil sie Mikroben zum Verwechseln ähnlich aussehen. Und das Tumorforschungszentrum in Wien hat festgestellt, dass diese Objekte dann auftauchen, wenn es zu einem vermehrten Zellzerfall im Organismus kommt, ja, beziehungsweise wenn rote Blutkörperchen oxidativ geschädigt werden, der oxidativen Stress. Ja. Und dann sind die aber schön alles sitzen geblieben und haben zugehört. Ja. So. Das heißt also, vorher musste ich den Patienten erstmal von dieser enderleinischen Gedankenwelt überzeugen, der Blutmikrobe, ja, um ihn dann in dieser Gedankenwelt zu behandeln. Und jetzt ist Dunkelfeld-Blutdiagnostik auf einmal 100% klassische Schulmedizin. Ja? Und seitdem gibt es auch immer mehr Ärzte, ja, die sich jetzt erlauben, Dunkelfeld in ihren Praxen zu machen. Denn wie ist das häufig bei den Ärzten? Ja, die haben ja stellenweise noch mehr Neider rundherum sitzen als die Heilpraktiker. Ja. Das heißt also, wenn der ein Kassenarzt auf einmal anfängt, irgendwelche Igelleistungen anzubieten, ja, und die anderen Ärzte im Markt kriegen das mit
Und dann wird dann gleich mal gehen, was macht der da, was macht der da? Ja, so. Und jetzt stellen wir uns mal vor, der hätte da auf einmal Blutmikroben diagnostiziert, zwischen meinen Arten, den Blut, zwischen meinen Arten, kann wieder. Da hätte es aber gerauscht. Also, ja? So. Aber jetzt ist Dunkelfeld-Blutdiagnostik nichts anderes, die angewandte, individuell angewandte, klassische Hämatologie. Und das ist doch eine ganz andere Basis für unsere Arbeit. Das heißt also, ist der oxidative Stress zu hoch, kommt es zu einer oxidativen Schädigung der Erythrozyten. Es bildet sich Methemoglobin, die Membranproteine versteifen, die Erythrozyten platzen auf, lassen jetzt Hämoglobin frei, Methemoglobin frei, Hemikrom frei, Erythrozytenrandprotein frei. Und das ist dann das Baumaterial, in Anführungszeichen, ne? Das Proteinmaterial, wenn man so will, ne? Aus dem dann die Strukturen entstehen, die seit 200 Jahren unter Mikroskop beobachtet werden. Die Onchomyxia, ne? Die Amoeba cachectica, die Siphonospora, wer auch immer. Und die also, entsteht aber nicht durch eine schlechte Zubereitung, also wenn es zu lange den Tropfen. Das ist nochmal das nächste Problem. Ja? Also die Blutentnahme muss natürlich relativ rasant abgehen, man muss es drunter legen, man muss es sofort bewerten. Ja? Das heißt, wenn ich das Blut Ewigkeit liegen lasse, wenn ich das einen Tag später anschaue oder sowas, werde ich natürlich einige diese Zerfalls. Prozesse sehe ich, das ist logisch. Ne? Es ist natürlich die Frage, wie viel sehe ich und wie schnell taucht das Ganze auf. Ne? Das heißt also, wenn ich mir das Blut eines gesunden Menschen unter dem Mikroskop anschaue, also primär interessiert mich eigentlich, von Bremer, die ersten 5 Minuten. Ne? Weil die Blutlangzeitbeobachtung, stellen wir uns mal vor, ich bin beim Dr. Reinhard Hab und ich habe 20 Patienten am Wochenende. Soll ich dann mit 20 Objektträgern wieder nach Hause schippern, sondern 20 Objektträger dreimal am Tag anschauen, soll das irgendwie als Video festhalten und dann zu gucken, wie lange braucht das Blut, bis es zerfällt? Wow.